willkommen. Ja, heute treffe ich mich im Live mit Franziska Martinet und es wird um dieses Buch hier gehen, Die gute Kita. Und es wird um Handlungsempfehlungen für die Frühpädagogik gehen. Und ich sehe schon, da ist Franziska schon. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich dich hier reinhole. Ich glaube, genau, du hast schon die Anfrage gestellt zu diesem, ja, Prozess der Entstehung, zu den Inhalten. Und ich hoffe, dass jetzt alles klappt. Ach, wunderbar, wunderschön, dich zu sehen. Hallo. Hallo, ja, schön. Genau, ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich dich ein bisschen lauter kriege und dann denke ich, perfekt. Ja, wunderbar, dass das so auf Anhieb alles geklappt hat. Ich habe gerade eben das Buch schon einmal in die Kamera gehalten, wo es halt heute drum gehen wird. Und ja, ich hoffe, du hast die Didakta gut überstanden. Ich bin ja schon wieder 2, 3 Tage da. Genau, hatte kurze Pause, bevor ich jetzt morgen wieder losfahre. Aber das Ja, genau. wunderbar. Ja, Franziska, die gute Kita. Du hast mal so ein bisschen die Rolle gewechselt, bist von der Lektorin auch mit in die Autorinnenrolle gerutscht, also geflutscht so. Und Beziehungsweise ich bin zurückgewechselt, ne? Also war ich früher auch eher auf der Seite, genau, und bin jetzt aber seit 3, 4 Jahren eben beim Verlag Herder als Lektorin tätig und durfte jetzt endlich mal wieder wirklich ein eigenes, also wirklich einen eigenen Text auch schreiben, genau. Zusammen mit Ilse Wehrmann und Gabriele Hauschnabel und Joachim Wenzel. Ja. Genau. Ja, magst du ein bisschen erzählen, wie es so zu diesem Buch gekommen ist? Also. Ja, gerne, genau, da muss ich ein bisschen ausholen, denn wie gesagt, ich habe, bevor ich beim Verlag Herder war, 10, 11 Jahre lang bei der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen gearbeitet, in Kandern, bei Frau Dr. Hauschnabel und Herrn Dr. Wenzel. Und ja, war dort wissenschaftliche Mitarbeiterin, habe vor allen Dingen da ja zum Beispiel die Nubbeck-Studie, die nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit koordiniert, beziehungsweise war dort beteiligt. Und irgendwann kam es dann so, dass wir ein Qualitätsmessinstrument entwickelt haben, das neben der Strukturqualität und der Orientierungsqualität vor allen Dingen auch einen großen Fokus auf die Interaktionsqualität legt und da wirklich einen sehr großen Teil auch abdeckt und sehr aufwendig ist in der Beobachtung und in der Durchführung. Und dieses Qualitätsmessinstrument habe ich an verschiedenen Standorten in verschiedenen Kitas eingesetzt, beziehungsweise auch Geber dafür geschult und so weiter. Und das ist damals auch zusammen mit Dr. Ilse Wehrmann entstanden, mit WEC. Und jetzt hatten wir im letzten Jahr die Revision des Instruments anberaumt im Sommer, wo wir einfach nochmal nachgearbeitet haben. Ne? In der Frühpädagogik tut sich ja immer wieder was aktuelle Forschung und so weiter und Erkenntnisse angeht. Und genau, wir haben das Instrument überarbeitet und haben dann eigentlich alle gesagt, ja, es wäre doch schade. Es wäre wirklich nur unser internes Instrument, mit dem wir natürlich schon auch viele Kitas erreichen, in denen wir erheben und dann entsprechende Rückmeldungen geben zur Weiterentwicklung. Aber es wäre auch schön, man würde diese neuesten Erkenntnisse zu pädagogischer Qualität auch tatsächlich der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und in einem Buch veröffentlichen und zusammentragen. Und das haben Ilse Wehrmann und ich dann relativ kurzfristig entschlossen und Frau Hauschnabel und Herrn Wenzel da so ein bisschen, ja, ein bisschen überrumpelt, aber auch mit ins Boot geholt. Und letztendlich haben wir da alle an einem Strang gezogen und innerhalb relativ kurzer Zeit auch dann das Buch geschrieben. Genau. Genau, und wie ich schon sagte, neben der Strukturqualität, Orientierungsqualität ist ein großer Teil davon eben auch die Prozessqualität. Und da sind einfach wirklich die einzelnen Qualitätskriterien. Was macht eine gute Kita aus? Welche Bedingungen braucht es? Und was muss dann wirklich beim Kind auch ankommen? Also Prozessqualität,
Wie muss die aussehen? Und auch der Aspekt eben, wie können wir es schaffen, dass diese Qualität auch gesichert wird? Also die Qualitätssicherung Genau. jetzt insbesondere eben mit dem Instrument, mit dem Promic-Instrument, das dem Buch zugrunde liegt, ist dann das Genau. letzte Kapitel, das beschrieben ist noch, genau. Genau, und das ist ja auch wirklich das Interessante an dem Buch, dass ihr das so aufgebaut habt, dass es also im Prinzip mit der Strukturqualität erstmal anfängt, so zu gucken, was braucht es erstmal an Rahmen, ne? So, und was sind da wirklich die Empfehlungen? Und es ist ja immer wieder, sage ich mal, wenn man dann in die Realitäten reinschaut, ja, okay, glaube ich, braucht man nicht viel zu sagen. Ich meine, da bezieht ihr euch ja auch drauf, dass ihr das auch nochmal so rausstellt an dem Punkt, dass das ja wirklich, ja, wenn man allein ErzieherInnen Kindschlüssel anschaut, wirklich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann. Also dann aber wirklich, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist so dieser Mittelteil nochmal diese Prozessqualität wirklich richtig unter die Lupe zu nehmen und ja auch sehr, sehr feinschrittig nochmal so zu beleuchten. Ja, genau. Und ja, und dann halt auch zu gucken, wie du gerade sagtest, ne, wie kann ich dann noch Qualität sichern an der Stelle? Also, Und das ist ja eine Besonderheit des Instruments eben auch, dass wir da wirklich sehr, sehr detailliert schauen auf die Interaktionsqualität. Das schafft bisher kein Instrument. Damals in der Nubeck-Studie hatten wir mit der Kess- und Cripps-Skala gemessen. Das Promic-Instrument geht wirklich weit darüber hinaus und guckt wirklich die Entwicklungs- und Bildungsbegleitung an, ja genau, Sprachbegleitung, Konfliktbegleitung, großen Stellenwert hat auch die Resilienzförderung, diversitätsorientierte Inklusion ist da ein Handlungsfeld, das beschrieben wird. Und genau, du hast es gesagt, es wird sehr kleinschrittig zwar beschrieben im Buch, aber die Kunst dabei war dann, nicht zu sehr auszuufern, ne, sondern wirklich in Abschnitten stichpunktartig wirklich auf den Punkt zu bringen, was macht wirklich Prozessqualität aus und was ist das Wesentliche daran und wie schafft man das, dieses große Thema Kita-Qualität dann doch in ein recht handhabbares Buch zu bringen. Ja. Ja, und ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Also es ist ja wirklich sehr gut zu lesen. Gerade wie du sagst, also ja, es ist kleinschrittig, es sind viele Punkte, die ihr drin habt, aber das dann wiederum auch kurz und knackig dabei. Also das ist ja schon so eine besondere Kunst. Und wo du so dieses die Qualitätssicherung dieses Instrument nochmal ansprichst, was ich da auch nochmal so spannend finde, so wie ihr das hier auch zusammenfasst, zu sagen, ja, auch diese verschiedenen Ebenen, Fachkraft, Leitungsebene anzugucken, Trägerebene und so weiter. Also auch das nochmal so wirklich, auf mich macht das so auch so einen sehr ganzheitlichen Eindruck. Freut mich, genau. Ja, das ist die Idee natürlich erstens hinter dem Instrument und zweitens aber natürlich eben jetzt auch das Ziel des Buchs einfach nochmal klar zu machen. Ja, wir haben Fachkräfte, die hier wirklich jeden Tag ihr Bestes geben und es gibt tolle Fachkräfte und wir können diese Prozessqualität, die auch so ein bisschen mein Herzstück war und eben auch sehr ausführlich beschrieben wird, das ist super, super wichtig, ne? Das, was beim Kind ankommt, ist natürlich das Entscheidende, wie wir Kinder begleiten in ihrer Kindheit in der Kita. Aber es braucht eben auch diese Bedingungen und es braucht die Einsicht, dass wir mit engagierten, motivierten Fachkräften einiges leisten können, aber wir können uns nicht alleine auf die Leidenschaft der Fachkräfte verlassen. Wir brauchen wirklich die Politik, wir brauchen die Träger als Unterstützungssysteme, die die Bedingungen dafür schaffen, dass Fachkräfte so arbeiten können. Genau, wo ja immer wieder, also wie gesagt, ne, ich bin wirklich beeindruckt immer wieder, wenn ich in Kitas bin und ich war ja in vielen Kitas, um dort zu beobachten, mit wie viel Enthusiasmus und Leidenschaft und so weiter Fachkräfte da agieren. Es gibt natürlich immer positive wie negative Beispiele, ne, das wissen wir alle. Aber ja, ich
mich macht es dann immer wieder auch wütend an der Stelle, dass man sich so darauf verlässt, dass es eben diese Fachkräfte gibt, ne? Und einerseits zu wenig Unterstützung bietet, von der Seite aus auch eben diese Standards nicht garantiert, die es einfach geben muss, um die Qualität sicherzustellen. Und genau, um die finanziellen Mittel nicht gibt. Und auf der anderen Seite auch der Punkt eben Qualitätssicherung, ne? Es gibt so viele Vorgaben, gerade in Deutschland, ne? Also der Bauschutz, Brandschutz und so weiter. Das hat alles seine Berechtigung, aber ich habe oft das Gefühl, da wird ordentlich geklotzt und da wird auch meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu genau hingeguckt, während wenn die Kita dann geöffnet hat, die Kinder sind drin, die Fachkräfte sind drin, das Ganze läuft jetzt. Kümmert sich kein Mensch mehr drum, ne? Das ist so, ja, da bin ich absolut bei dir. Und das finde ich, also, das ist, glaube ich, für uns PädagogInnen manchmal auch so unglaublich schwer nachvollziehbar, weil ich glaube, das einfach auch so das Dilemma ist, dass viele EntscheiderInnen letztendlich aus dem Verwaltungsbereich kommen. Und dann sind das immer diese komischen Rahmenkriterien, wo da hingeguckt wird. Aber wirklich das, was wirklich die Interaktion mit den Kindern, die Beziehung mit den Kindern, ja, ne, dieses Miteinander mit Kindern ausmacht, das wird überhaupt nicht gesehen. Und ich finde es bezeichnend, dass so viel passieren kann. Wir haben ja eigentlich, also ich kenne das noch aus meiner Zeit, ja, eigentlich diese sogenannte Heimaufsicht gehabt. Ich meine, die Bezeichnung ist ja schon eine Katastrophe, aber gut, also da war tatsächlich, kam noch jemand, die wirklich auch geguckt hat und auch im Alltag mitgegangen ist, dann und wirklich uns auch mal so wirklich auf die Finger geschaut hat, wie wir mit Kindern umgehen. Aber mit diesem ganzen Ausbau der vielen Kitas sind ja diese Heimaufsichten fast überhaupt nicht mehr vor Ort. Also wenn ich so mit den ganzen Kita-Leitungen spreche, mit denen ich so zusammenarbeite, die kennen das fast gar nicht mehr. Ja, also. Genau, geschweige denn die Fachberatung, ne, die in der Regel ja eine Komm- und Geh-Struktur haben sollte, die aber oft auch die Zeit nicht mehr hat, in die Kita zu gehen. Also da wirklich eine professionelle Begleitung und auch Supervision der Fachkräfte anzubieten. Und wo du jetzt gerade sagst, auf die Finger schauen, ne, das ist ganz oft, habe ich das so wahrgenommen, wenn ich in die Kitas gehe und beobachte, ne, dass die Fachkräfte wirklich dachten, oje, oje, jetzt kontrolliert mich jemand und danach dann eher positiv überrascht waren, ach Ja, so. natürlich, ne? Also. Auch da natürlich geht es absolut darum, dass wir ressourcenorientiert gucken und schauen, was läuft eigentlich schon gut in der Kita und gar nicht dieses defizitorientierte, ihr macht dieses falsch und jenes falsch, sondern nochmal so. Aber ganz ehrlich, das habe ich Gott sei Dank damals auch genauso erlebt, dass, also ich habe das gerade eben so gesagt, mit auf den Finger schauen, einfach auch wirklich mal, dass jemand von außen einfach reinkommt mit einem anderen Blick. Genau. Wir haben damals wirklich eine ganz tolle Frau hier gehabt, die uns wirklich sehr, sehr, wie du sagst, auch ressourcenorientiert Rückmeldung gegeben hat. Also da hatten wir sehr viel Glück an der Stelle auch eine sehr gute Begleitung gehabt zu haben. Ich denke, das ist Und ja weißt, leider auch nicht Standard. ja genau, und auf der anderen Seite ist es ja auch eine Möglichkeit, wirklich nochmal den Beruf und diese Wichtigkeit der Kitas und der Frühpädagogik insgesamt einfach nochmal so ein bisschen zu unterstreichen, dass nämlich auch dadurch gezeigt werden kann, was eigentlich geleistet wird, ja, und das ernst zu nehmen, was dort getan wird, nämlich indem man sagt, ja, okay, aber wir können hier auch jemanden Externes reinschicken. Und wir überprüfen ja regelmäßig die Qualität. Und ja, pädagogische Fachkräfte leisten im besten Fall einen richtig guten und unfassbar wichtigen Job, ne? Und in der Auto, stellt man sich das mal vor, ne? Auf einem Produktionsweg von, sagen wir, Joghurt oder Autos oder sonst irgendwas, dann wird an jeder Stelle nochmal überprüft und nochmal überprüft. Und im Zweifel wird auch wieder zurück, beordert und das macht in der Kita niemand. Und dann muss eine Wallraff-Doku kommen und plötzlich wundern sich wieder alle, oh hoppla, was ist da alles passiert? Aber es ist eben ja auch nicht nur negativ. Man könnte schon auch mal betonen,
Ja, hier wird kontrolliert, ne, beziehungsweise hier wird Qualität auch weiterentwickelt und das ist auch, das ist so gewollt und das ist auch rechtlich so vorgesehen. Also das ist eigentlich meine Meinung, dass das wäre eigentlich mein Hauptziel, ne, dass es wirklich verpflichtend ist, Qualitätserhebungen durchzuführen. Und ich glaube, dass das nicht nur, nicht, eigentlich gar nicht negativ betrachtet werden sollte. Das müsste wirklich zum Standard werden. Die Angst würde da nach relativ kurzer Zeit davor verschwinden und eigentlich eher das Positive eben wahrgenommen werden. Und so Ich bin auch total von überzeugt, dass wenn das ein Standard wäre, ein wirklicher Standard wäre, wo es in so eine Natürlichkeit auch übergeht, dann können Fachkräfte tatsächlich ja auch das Positive daran erfahren und den Mehrwert daran erfahren. Also Ja, ich hab auch oft das Gefühl, ne, insgesamt in dem Bereich, auch im Bildungssystem, was Schulen angeht und so weiter, ne, wir haben diese Feedback-Kultur einfach bei uns nie so richtig eingeübt. Das ist in anderen Ländern gang und gäbe, ne, dass du dir auch kollegiale Rückmeldungen gibst und so weiter. Und ich habe die Hoffnung, dass das durch Aufklärung, wie du sie und wie andere Autoren sie betreiben, dass das wirklich immer mehr kommt und eben dieses Damoklesschwert aus den Köpfen verschwindet und eher die Chance wahrgenommen wird, wir uns alle, jeder für sich und eben auch das System so weiterentwickeln kann und ja, dann am Ende eben für die Kinder auch und ja, letztendlich ja auch für die Zukunft unseres Landes das Beste rauskommt, ne? Dass man einfach ja die Kita-Zeit einfach noch mal sehr 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 viel als essentielle Zeit wahrnimmt und ja diese Wichtigkeit wirklich unterstreicht noch mal. Ja, ich hab mir einen Satz rausgeschrieben, der mich in einem Kapitel tatsächlich so ein bisschen gecatcht hat, wo ich dachte, ja, irgendwie steckt da so ganz viel drin. Und das ist halt da, wo auch über Inklusion geschrieben wird. Und zwar Barrieren abbauen wollen bedeutet zu hinterfragen, welche Probleme gelöst werden müssen, damit alle mitmachen können. Und ich finde, das ist so ein, könnte man eigentlich so ein bisschen als roten Faden eures Buches so ein bisschen nehmen, weil es um so, ja auch im übertragenen Sinne, ne, um diese Barrieren im Kopf geht, um diese ja strukturellen Barrieren auf jeden Fall, auf so vielen Ebenen. Ja, wo ja in der Strukturqualität, in der Prozessqualität, die inneren, die äußeren Barrieren. Und ich dachte so irgendwie, ist das für mich so eine ja so ein roter Faden gewesen. Ja, schön. Genau. Ist natürlich tatsächlich, ja, also, ne, ich denke jetzt gerade an Fia Finger oder Christine Füchtenschneider auch, ne, die von Strukturflexibilität reden. Also, genau, oder situativer Wendigkeit, also wirklich die inneren Barrieren, also ständig zu hinterfragen. Ich glaube, letztendlich ist das ja auch das macht ja die Professionalität auch aus, ne? Und das ist das, was wir, finde ich, in der Ausbildung schon vernachlässigen und viel mehr noch integrieren müssten, dass wirklich diese Fähigkeit zur Selbstreflexion und eben auch Biografiearbeit, da gucke ich natürlich ganz besonders in deine Richtung, dass da wirklich noch mal viel viel mehr ja der Blick gelenkt wird, weil das ist das, was die tägliche Arbeit ja der Fachkräfte auch ausmacht, ne? Den Austausch darüber. Und man darf wirklich jederzeit immer wieder alles hinterfragen. Passt wirklich alles für hier in dieser Kita, in diesem Tagesablauf, in den Essenssituationen, in den Schlafsituationen, also wirklich alles immer wieder und ständig auf den Punkt zu nehmen. Und ja, dieser eine Satz, ja, aber wir machen das schon immer so, wenn ich den gehört habe, da wirklich mir läuft, sag, halt den Kopf gleich. Das ist nicht das, was ich unter einer lernenden Institution verstehe, und das ist auch nicht das, was doch die Lebendigkeit der Kinder, der Kindheit und der Fachkräfte, die sie dann begleiten, ausmachen Ja, sollte. ich bin ehrlich froh, also wenn ich so zurückblicke, das machen wir schon
immer so, wenn ich dann an meine ersten Berufsjahre denke, bin ich froh, dass ich nicht mehr alles so mache und dass es sich Gott sei Dank auch einen ganzen Schwung weiterentwickelt hat nochmal. Also, Ja. und ich denke, es gibt viele Bereiche, die gerade aktuell ja auch dem Wandel also ganz viel Wandel gerade erfahren, aber ich denke gerade in der Pädagogik, wir sind in so einer schnelllebigen anderen Zeit, wo wir ja auch häufig gar nicht, also das schreibt ihr ja auch so ein bisschen, wir wissen ja gar nicht, was die Kinder für morgen brauchen. Also und Ja. letztendlich können wir ihnen ja nur diese situative Wendigkeit und Strukturflexibilität an die Hand geben. Genau das ist ja das, was sie für ihr Leben letztendlich brauchen, neben der Stärkung ihrer Persönlichkeit, in ihren Ressourcen, in dem, was sie wirklich erfahren können, dass sie wissen, wer sind sie überhaupt, was können sie richtig gut, wo sind die Stärken. Um wirklich auch durch alle Krisen, die tatsächlich ja noch bestimmt kommen werden, weil wir haben im Moment eine unglaublich krisenbehaftete Zeit, und da können wir Kinder nur stark machen und ja. Ja, genau, du sprichst mir da natürlich aus dem Herzen. Ich glaube auch, ja, das ist wirklich das ist unsere einzige Chance, ne? Also wenn wir vorleben, dass wir flexibel sein können, auch als Fachkräfte, dann wiederum den Kindern zu vermitteln, du darfst auch jederzeit alles hier hinterfragen. Also wenn ein Kind im Morgenkreis nicht streckt und die Fachkraft sagt, wir strecken hier aber, beziehungsweise ich habe das einmal gesehen, da war eine Fachkraft als Aushilfe in einer anderen Gruppe und war im Morgenkreis und ein Kind hat was dazwischen geredet. Sehr, sehr neugierig, interessiert an dem Thema, hat was gesagt und dann hat die Fachkraft gesagt, wir melden uns, in unserer Gruppe melden wir uns und dann hat das Kind gesagt, bei uns machen wir das aber nicht so und hat widersprochen und dann war die Fachkraft, war sehr erbost natürlich, das Kind musste dann raus vor den Gruppenraum, weil es widersprochen hat. Und ich dachte, aber das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen doch, dass nicht diese starren Regeln nicht hinterfragt werden. Wir wollen doch genau diese kritischen Menschen, die brauchen wir für die Zukunft. Wenn wir jetzt sehen, ne, mit der Zunahme der AfD-Anhänger oder dieser Raum, den die einnehmen, wir wollen doch Menschen, die später unsere Demokratie verteidigen und dafür muss man doch kritisch hinterfragen, seinen Verstand gebrauchen und ja, vielleicht immer nicht dieses, wenn der Keks redet, muss der Krümel leise sein oder wie ist So ähnlich. Ich glaube, es war der Kuchen, der spricht, aber okay. Keks drauf gemacht, damit es schon nicht mehr so schlimm ist, genau. Jedenfalls sein, das dürfen wir alles ständig hinterfragen, weil wir brauchen diese Kinder in der Zukunft. Wir brauchen kritische Denker, wir brauchen kreative Köpfe, wir brauchen keine Kinder, die schon mit 5 alle die gleiche Laterne basteln an St. Martin. Wir brauchen welche, die ihre Kreativität ausleben können. Wir brauchen welche, die ausprobieren dürfen, die mit Händen und Füßen und allen Sinnen alles erfahren dürfen und sich so die Welt aneignen und eben nicht diese starren Strukturen und man möge es mir verzeihen, man braucht auch, glaube ich, gar nicht unbedingt diese starren Bildungspläne. Also ich bin immer der Meinung, wenn wir nur in dieser Zeit, in der die Kinder in der Kita sind, beziehungsweise die Zeit, ne, in dem Alter, in dem sie in der Kita sind, wenn wir in der Zeit es schaffen, so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein in sie reinzuprügeln, ist vielleicht gerade nicht das Richtige. Jetzt wird es aber, das ist nicht mehr gewaltbewusst, vergiss es. Nein, also ihnen ermöglichen. Wenn wir das und sie eintrichtern können und nicht dieses ganze Wissen einfach nur, ne, wir denken an die Schule, dieses macht es wahnsinnig, dieses Bulimie-Lernen, das ich jetzt bei meinem Sohn immer mitbekomme, Ja. es geht um ganz andere Dinge. Es geht doch darum, dass ich merke, ich bin bedeutsam, ich kann hier Spuren Ja. hinterlassen, ich kann hier wirksam sein. Und wenn ich das in der Kita kann
und im besten Fall in der Schule weiter weiter kann, dann fortsetzen kann, ja. genau, Also ich würde da gerne zwei Sachen einfach ergänzen, weil du mir gerade so unglaublich aus dem Herzen sprichst. Das eine ist tatsächlich, ich hatte vor kurzem in einem Seminar, wo es halt um Kinder, die aus dem Rahmen fallen, ging, auch eine Kollegin, die so sagte, ja, aber der geht doch jetzt bald in die Schule und muss doch noch so viel passieren. Und wo ich auch gesagt habe, stopp, ihr seid keine Institution, die auf Schule in dem Sinne vorbereitet. Ihr habt euren eigenen Bildungsauftrag. Und da geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist unser Hauptauftrag, Genau. Kinder dort das so weit zu ermöglichen. Und wir haben nun mal zum Beispiel das Schuleintrittsalter runtergesetzt. Ich kann noch nicht erwarten, dass ein fünfjähriges Kind jetzt mit den gleichen Skills in eine Schule geht wie früher ein sechsjähriges Kind. Also hört auf, an den Kindern rumzuziehen. Also es heißt immer so schön, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Das ist ja schon fast richtig abgedroschen, aber es trifft so zu. Und ich möchte da auch Fachkräften einfach den Druck nehmen und sagen, nein, bitte setzt doch bei dem einzelnen Kind an, worum es geht. Also, und genau das, und dann kriegen die alles, was sie brauchen, um ihr Leben zu meistern. Es geht nicht um die Schule zu meistern, es geht um dieses verdammte Leben, was wir zu leben haben letztendlich. Und dann möchte ich von der Didakta was teilen, wo mir das Herz so dermaßen aufgegangen ist, wo ich dachte, ja, und es gibt einfach Lehrkräfte, die es auch begriffen haben. Und das war eine Grundschullehrerin, ich war am Coaching-Card-Stand und die suchte nach Materialien, um halt auch mit ihren SchülerInnen zu arbeiten, schon in der Grundschule. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten und meine Kollegin hat ein Zauberschloss der Wünsche. Und das ist wirklich eine der wenigen Karten aus diesem Programm, was wirklich für Kinder gemalt worden ist. Wo es halt um diese Bedürfnisse geht. Also was brauche ich jetzt gerade, um mich halt auch wohl zu fühlen und wo ist mir gerade nach? Und dann sagte diese Grundschullehrerin, oh, ich kann mir das gerade richtig gut für unsere Erstis vorstellen, wenn die ganz neu in die Schule kommen. Und wenn ich mich dann mit denen hinsetze und mich darüber unterhalte und dann so viel über die erfahren kann, dann kann ich die abholen und dann glaube ich, dass die ganz, ganz schnell sich einfach wohlfühlen können und viel besser ankommen können. Und mir ist total das Herz aufgegangen. Genau, ich glaube, die Einzelnen gibt es immer und dann ist natürlich eher, ja, dann gibt es eben wieder die Bildungspläne und die Lehrpläne, die das Ganze so wahnsinnig schwierig machen. Aber es gibt ja auch inzwischen wirklich Schulen, die es verstanden haben und leider sind dann eben die privaten Schulen ja oft die da die Vorreiterrolle oder zumindest ein moderneres Bildungsverständnis leben. Und man kann nur hoffen, dass das irgendwann tatsächlich auch ja, die Politik und so weiter verstehen, dass es sich auch bei den staatlichen Schulen ankommt und im staatlichen Schulsystem. Ja, genau. Also ich glaube auch, Katrin hat vorhin geschrieben, sie entschuldigt sich regelmäßig bei ihren Kindern für das Schulsystem. Ja, das ist ich genau auch. Also wenn wir jedes Kind so lassen, wie es ist und dem Kind nur vermitteln, du bist gut so, wie es ist. Ne, so, ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man inzwischen nicht mehr nur 20 Kinder in der Gruppe hat, sondern mehr und wenn man zu wenig Fachkräfte in der Gruppe ist und so. Aber ich glaube, auch mir geht es vor allem darum, diesen Druck zu nehmen. Wir müssen nicht allen Kindern das Gleiche beibringen, bis sie in die Schule kommen. Wir können wirklich jedem Kind seine Individualität lassen. Es gibt Kinder, die haben ganz komische, aus unserer Sicht ganz komische Spezialinteressen. Aber warum können wir denn diese Spezialinteressen denn dann nicht in den Vordergrund schieben und sagen, schaut mal, der Richard, der kennt sich wahnsinnig gut mit Spinnen aus. Wer hat denn Lust, mal ein bisschen was mit zu Spinnen zu machen? Und dann melden sich Kinder und dann gibt es eine Spinnenausstellung. Ich weiß es nicht, ne? Oder man geht dann eben nochmal ins Naturkundemuseum zusammen. Also wirklich an den individuellen Interessen und Fähigkeiten der Kinder anzusetzen, und da zuzufüttern, hat Gabriele Hauck-Schnabel immer gesagt, ne? Also wirklich diese Themen
zu bedienen und die zu begleiten und die Kinder darin zu fördern. Und dann lernen die ganz nebenbei zum Beispiel auch ja, Literacy und so weiter, weil ich muss nämlich mir einen Plan überlegen, wie komme ich denn zum Museum? Ah, machen wir das mit dem Bus oder müssen wir mal gucken, wann der Bus fährt? Müssen wir vielleicht auch was einkaufen, wenn wir dann Spinnenkekse backen? Was brauchen wir denn da? Wo gehen wir hin? Sozialraum erkunden. Wir müssen genau Einkaufszettel schreiben. Oh, wenn ich da was hinschreibe, weiß sogar die Magdalena aus der Nachbargruppe, das ist das Gleiche, was ich vorhin dir diktiert habe. Und dann sind wir bei diesen Vorläuferfähigkeiten, ne? Wie viele, und dann fangen sie an zu rechnen und so weiter. Es kommt dann alles von ganz alleine. Wir müssen nicht dieses Programm in sie eintrichtern und hoffen, dass sie dann die richtige Handmotorik haben, wenn sie in der Schule kommen. Ich war jetzt mit meinem Jüngsten gerade bei dieser ESU-Untersuchung, bei dieser Schuleignungs irgendwas 1,5 Jahre vorher. Das macht für einzelne Kinder vielleicht Sinn, aber letztendlich ist das, also mit Kindgerecht vielleicht hat das ja gar nichts zu tun, ne? Der saß dann da immer nur. Nein, und es ist ja auch so ein, eigentlich auch wieder so ein Quatsch, warum wird das an der Stelle gemacht, wenn wir im Prinzip vom inklusiven Gedanken her sowieso mit so und so 4 Jahren eine Schulpflicht haben? Genau. Also. Dann wissen wir noch, was ich noch einsehe, ne, ist die Sprachförderung bei manchen Kindern, aber können wir nicht auch in die Kompetenz der Fachkräfte mal ein bisschen mehr vertrauen, dass die Fachkräfte sagen, hier müssen wir wohl sprachlich etwas mehr begleiten. Welche Fachkraft kriegt das nicht mit? Das kann mir niemand erzählen. Dafür brauche ich keine wildfremde Person in einem mir vollkommen unbekannten Raum, in das ich dann gehe, um dort irgendwas vorzuführen, wie irgend, also diese Ja, und ESU. wo dann ja auch Kinder, die sonst sehr gut sprechen, einfach auch blockieren, Genau. weil sie keine Beziehung zu dieser Person haben und dann sich verweigern. Also. Der hat sich verweigert, sich selbst zu malen und das steht jetzt genauso im Bogen. Da war er wohl nicht kooperativ und ich dachte nur, ja, wird wahrscheinlich trotzdem genauso gut sehen, egal ob das jetzt wird genauso gut gehen, egal ob sie das jetzt mal festgestellt hat oder nicht. Aber wirklich, ja, da auch noch mal. Was macht das mit den Kindern? Also das hinterfrage ich schon ganz lange. Dieses standardmäßige Testen. Also ich finde, in dem Moment, wo ich als Fachkraft vielleicht sage, okay, ich bin mir da nicht ganz sicher. Da ist irgendwas und ich möchte das noch mal ein bisschen gegenprüfen, um auf Nummer sicher zu gehen. Da finde ich gewisse Testungen total wertvoll und hilfreich und unterstützend. Aber warum müssen wir das mit allen Kindern machen? Und vor allen Dingen auch mit Kindern, wo Fachkräfte sagen, da ist nichts. Ja? Genau, ja. Und was ist das für eine Grundhaltung, dass das, Genau, ja, es das ist. macht man halt mit allen. Ja. Also einmal die Haltung dem Kind gegenüber finde ich eine Katastrophe. Unsere Kinder werden mittlerweile durchtherapiert bis zum Anschlag, Ja. durchgetestet und durchtherapiert von klein auf. So. Und bei den Fachkräften, sie werden in Frage gestellt, ob sie die Fachlichkeit haben, das nicht auch so festzustellen. Genau, und also es ist ja dadurch auch schon direkt sehr defizitorientiert, ne? Also diese standardisierten Verfahren haben immer diesen defizitorientierten Blick bei allem, bei aller Notwendigkeit von Screening-Instrumenten, wie du sagst. Es gibt Kinder, da macht es absolut Sinn und da macht auch eine Therapie Sinn. Ganz nebenbei, da sind natürlich multiprofessionelle Teams, ne, wie wir es auch im Buch beschreiben, ein Segen. Also wenn du die Logopädin mit im Team hast oder die Ergotherapeutin, eine Heilpädagogin und so weiter, da hast du nochmal als Team auch ganz andere Möglichkeiten. Oder aber du hast eben eine gute Zusammenarbeit mit externen Fachkräften und ja, diese Standardbeobachtungen aus meiner Sicht braucht sie dann eben gar nicht. Da geht es wirklich, Und ja. dann hätten die Fachkräfte auch mehr Zeit, wirklich wieder in Prozessqualität, in Interaktionsqualität zu investieren und eben nicht Ja. an so einem, Entschuldigung, Mist sich aufzuhalten. Genau. Und ich meine, was fördert denn die Sprachkompetenz? Also wenn jetzt ein Kind wirklich einen Sprachfehler hat, ja, oder eine Entwicklungsverzögerung,
bin ich überzeugt, da braucht es dann therapeutische Hilfe. Aber die Sprachkompetenz, die Sprachförderung, die passiert ja tatsächlich ohnehin im Alltag. Also du kannst als Fachkraft, die ein Kind gut und nah begleitet und dicht dran ist am Kind und die Interessen wahrnimmt und ein Kind ja radikal ernst nimmt in allem, was es sagt und tut. Wenn du da dabei bist, dann kannst du gar nicht anders als Sprachförderung zu machen. Und wenn du dann noch so ein paar ja, ein paar Tipps berücksichtigst, wie zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an Maria Arz, an die Mathe-Meo-Methode, ne? Simpel, er tut, du sagst, sagt sie immer. Also einfach wirklich sprachliche Begleiten in allem, was du tust, was er tut, vorankündigen, was man macht und so weiter. Das ist doch die beste Grundlage für jedes Kind, um da bestmöglich gefördert zu werden und sicher nicht durch irgendwelche externen Fachkräfte, wo das Kind eben erstmal ganz natürlich distanziert ist und da ja auch, also ist ja auch gut so, ne, dass man erstmal so ein bisschen in Rückzug geht. Dann musst du erst eine Beziehung aufbauen und so weiter. Das macht doch mehr Sinn, da wirklich die Fachkräfte sehr viel mehr ja, ernst zu nehmen und die Rolle zu stärken. Und wir können das ja. Das braucht dieses Bewusstsein und es braucht kleinere Gruppen. Es braucht eine bessere Fachkraft-Kind-Relation. Und dann würde das Ganze richtig gut funktionieren. Dann müsste keiner mehr einen großen Schreck kriegen, wenn wieder eine PISA-Studie ansteht oder sowas. Das ist ja das, wo dann plötzlich auch die Politik endlich immer wieder mal aufwacht, und dann Panik Aber kriegt. so halbherzig. Also lassen wir doch mal ehrlich sein, das ist halbherzig. Dann wird wieder so im Gießkannenprinzip irgendwas ausgeschüttet. Das wird dann für 3 bis 5 Jahre gemacht und dann wird es wieder abgeschafft. Also. Ich habe das erst jetzt verstanden, dass das so eine dieser willkürlichen Konsequenzen war aus dem PISA-Schock, ne? Dass diese ESO-Untersuchungen vorgezogen wurden und so weiter. Ich glaube auch tatsächlich, man müsste einfach mal ganz grundlegend sehr viel mehr in dieses Kita-System investieren und würde dann natürlich, das ist immer das Problem, ne? Du kriegst die Folgen ja dann erst längerfristig mit, die zeigen sich nicht innerhalb einer Legislaturperiode und deswegen machen wir diesen ganz großen Wandel, das Bildungssystem, der vollzieht sich so mühsam und träge, dass ja, Menschen wie du und ich und alle anderen um uns herum da wirklich fast wahnsinnig werden. Ja. Also ich sag mal, das erste Buch, was mich ja da schon wirklich total abgeholt hat, war von Ilse Wehrmann, halt der Kita-Kollaps, wo ich sagte, ja, sie bringt es da genau auf den Punkt, wovon wir eigentlich seit 30 Jahren reden. Ja, es ist jetzt mir auch gezeigt, ne, es ist zum Teil nichts anderes als das, was sie vor 30 Jahren in einem Artikel geschrieben hat. Es hat sich wirklich Ich nichts weiß. geändert. Ich weiß, weil, wie gesagt, also ich bin ja genauso lange mit am Start und das ist so, und das ist so frustrierend. Und ich denke, sie bringt es da sehr gut auf den Punkt. Ja, Kinder haben an der Stelle keine Lobby, weil Politiker einfach nur in Legislaturperioden denken. Und das ist tatsächlich die ganz große Krux und wir müssen die Bildungslandschaft von vornherein komplett anders aufstellen. Da ist auch unser Föderalismus eine Katastrophe. Ja, ich glaube auch, es ist wirklich ein absoluter Hemmschuh und wir brauchen dann wirklich diese einheitlichen Standards für alle Bundesländer. Also der mag an manch einer Stelle seine Berechtigung haben, der Föderalismus, aber an der Stelle tut er nichts Gutes. Wir brauchen wirklich ein Rahmenprogramm, wir brauchen einheitliche Standards und eben, ich glaube, wir brauchen auch verbindliche Qualitätssicherungsverfahren, sonst wird es nicht. Ich Und habe bitte wirklich gute PädagogInnen, die das mitgestalten und nicht irgendwelche genau. Verwaltung. Entschuldigung, Fuzis. Ja, die Kita ehrlich gesagt auch oft noch nicht von innen gesehen haben, wo wirklich vollständig das Verständnis fehlt. Ich hab ehrlich gesagt, manchmal ist es ja so, dass es erst komplett knallen muss, bevor dann was passiert, ne? Manchmal wünsche ich mir fast, dass dieses System tatsächlich insofern zusammenbricht, nicht, dass die Fachkräfte oder gar die Kinder drunter leiden, aber dass die Wirtschaft drunter leidet, weil Eltern nicht mehr zur Arbeit erscheinen können, weil die Betreuungszeiten nicht mehr ausreichen, weil Personal ausfällt
und die Kitas einfach zumachen. Und dann kommt es bei der Wirtschaft an. Und wenn es bei der Wirtschaft ankommt, dann kommt es ja irgendwann auch bei der Politik an. So tragisch das ist, die Kinder interessieren erstmal nicht. Müssen wir dann verdammt aufpassen, Ja. weil die Wirtschaft zum Teil andere Interessen verfolgt. Ja, Ja, genau. also und dann es auf einmal um Wirtschaftlichkeit geht und dann sind wir in einer verschuldeten Bildung. Die Diskussion hatten wir ja auch schon mal an der Stelle. Und ich glaube, da müssen wir dann wirklich, wirklich, also ich sehe das auch so, dass wir einerseits die Wirtschaft brauchen, aber gleichzeitig stark als PädagogInnen auftreten müssen mit den wirklichen Belangen, die unser Bereich braucht. Ja, letztendlich müssten die Pädagogen dann das letzte Wort haben, wenn es um diese Ja, Entscheidungen geht. Und bitte. ja, ich hoffe eben, dass diese Nachhaltigkeit, diese Langfristigkeit der Maßnahmen dann endlich verstanden würde auch, ne? Und dass man sieht eben, was wir vorhin gesagt haben, es geht gar nicht um Bildungspläne, es geht gar nicht um diese schulischen Vorläuferfähigkeiten. Es geht wirklich darum, die Kinder als Individuen zu sehen und ihre eigenen Lernwege zu fördern. Und das ist schon meine große Hoffnung, dass man da was bewirken kann, dass wir da langfristig und nachhaltig was verändern können. Ja, aber wahrscheinlich dauert Saskia schreibt gerade, und dann können wir uns Bildung gar nicht mehr leisten. Naja, also das, was jetzt unsere Volkswirtschaft gerade macht, das können wir uns eigentlich langfristig nicht leisten. genau das, ja, das ist eben das, was ich vorhin angesprochen habe, ne? Wir dürfen da auf keinen Fall zu kurzfristig denken. Das ist nichts, was sich innerhalb der nächsten 10 Jahre in Zahlen messen lässt. Und das ist das, was Politik und Wirtschaft natürlich immer haben. Ich würde super gerne mal mir rechnen lassen von einem Volkswirtschaftler, wo man dann gucken kann, ne? Jeder Euro, den ich jetzt in frühe Bildung investiere, der wird uns später so und so viel einbringen, beziehungsweise der wird uns dieses und jenes dann nicht kosten, nämlich Menschen, die verkorksten Bildungsbiografien, am Ende hilft uns das ja auch nicht weiter, sondern da wirklich, wirklich am Anfang wirklich zu buttern und dass wir davon letztendlich ja mehr haben, dass das mal irgendwann einer versteht, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Nicht nur die. Ja. Ja, trotzdem müssen wir ja, genau, die Pädagogik lebt ja von Enthusiasmus und da dürfen wir, glaube ich, tatsächlich nicht den Glauben daran verlieren, dass sich was ändert. Und eben, es gibt ja genug Leute, die dafür kämpfen und eine Kita-Revolution beziehungsweise eine Bildungsrevolution wollen und sich dafür einsetzen. Und ja, vielleicht ist die Bewegung irgendwann stark genug und das Verständnis auf allen Seiten dann. Genau. Ja, und ich denke, ihr habt auch nochmal einen sehr wichtigen Beitrag Das mit dem hoffe Buch ich, ja. geleistet. Ja, das hoffe ich sehr, genau. Und ich hoffe eben, dass es tatsächlich sowohl bei Fachkräften ankommt, die ja interessiert sind, aber eben auch bei Trägern, bei der Politik, dass sich da wirklich nachhaltig was ändern kann und die Fachkräfte nicht alleine kämpfen und für die Rechte der Kinder kämpfen, sondern eben auch mit diesem Unterstützungssystem, die es eben auch braucht. Genau. Gibt's irgendeine Lieblingsstelle, die du in dem Buch hast? Also mit größter Leidenschaft habe ich die Kapitel zum Kinderschutz geschrieben, und ja, zur Resilienz und Gewaltfreiheit und kindlichem Lernen, weil einfach, also insgesamt das Kapitel zur Bildungsqualität ist schon das, was ich so, ja, was ich so mein gesamtes Berufsleben lang eben gemacht habe. Meine Lieblingsstelle ist vielleicht tatsächlich der Exkurs zum kindlichen Lernen, weil ich finde, dass da eigentlich alles drinsteckt, was wir als Grundlage brauchen, damit eben Menschen, die nicht wissen, was da in den Kitas passiert, verstehen, welchen wichtigen Job Fachkräfte machen und wenn sie verstehen, wie kindliches Lernen funktioniert,
dann wissen wir auch, welche Bedingungen es dafür braucht, um das eben möglich zu machen. Genau. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, mein Lieblings-Mini-Kapitel. Es ist nur eine Seite, eben weil alles sehr, sehr kompakt und komprimiert sein sollte, dass es gut lesbar ist. Aber ich würde sagen, das ist so mein Lieblingsteil gewesen. Ja. Wenn ich jetzt nicht frei zitieren kann hier aus dem Exkurs, aber genau. Ja, dafür dürfen sich dann alle das Buch kaufen und nachlesen. Was jetzt in diesem schönen Exkurs steht, ja. Genau. Aber eben. Genau, und wie gesagt, also von meiner Seite wirklich, ich kann aus gutem Gewissens auch allen ans Herz legen, weil das nochmal eine sehr wertvolle Zusammenfassung ist. Also, Sehr. Das war tatsächlich das Ziel des Buches, und wenn du das so sagst, dann freut mich das sehr, wenn du das auch so einschätzt. ja, also. Und ich werde sicherlich das eine oder andere Mal mich da noch mal ein bisschen reinfuchsen und würde mich sicherlich auch in die eine oder andere Weiterbildung auf jeden Fall Das begleiten. freut mich, ja. Genau. Genau, ja, dass es wirklich viel gelesen wird und wie gesagt von den verschiedenen Ebenen auch gelesen wird. Und ja, hoffen wir, dass es die Kita-Welt ein mini, mini kleines bisschen besser macht. Dann haben wir schon erreicht, was wir erreichen wollen. Ja. Ja, wunderbar. Ja, ich sag dir Dankeschön, Franziska, für deine Zeit, Ja, für vielen diesen Dank. wundervollen Austausch. Schön, dass wir zwischendurch auch gemeinsam steil gehen durften. Genau. Genau, absolut, ja. Hab mich sehr gefreut. Und war genauso locker und leicht, wie ich es mir mit dir vorgestellt hatte. Ja, wunderbar. Ja, ich habe ja jetzt von dir gelernt, ne? Also du hast ja gesagt, Ja. auf der Didakta, du hast dich bewusst nicht vorbereitet und deswegen bist du nicht nervös. Tatsächlich. Ich habe dich schon ein bisschen vorbereitet, weil es ist blöd, wenn man jetzt ein Buch bespricht und das nicht gelesen hat. Also. Nee, genau. Ja, es nimmt tatsächlich sonst ein bisschen die Spontanität, aber in dem Fall weiß ich ja auch, was ich geschrieben habe. Deswegen hatte ich jetzt davor keine große Sorge. Aber es steht und fällt tatsächlich auch immer mit der Gesprächspartnerin, ne? Das kann man, glaube ich, tatsächlich auch nicht mit jeder und jedem machen. Ja, wir kennen uns ja jetzt immerhin auch schon ein paar Jährchen. Seit 21, glaube ich, jetzt, ne? Ich habe auch gerade überlegt, seit 21 muss es eigentlich sein, genau, ja. Zu sich seiner Selbstbewusstsein, da hatten wir dann zum ersten Mal Kontakt mit dir, ja, Genau. genau. Ja. Und ja, schön, dass wir uns jetzt auch mal auf diesem Weg dann ausgetauscht haben. Wir tun das ja so durchaus auch immer mal wieder ganz gerne. Ja, und Und ja. ja. Eine Frage hätte ich tatsächlich noch zum Abschluss. Habt ihr noch irgendwie vor, was über Orientierungsqualität zu schreiben? Es steht im Moment nicht im Raum, stehen andere Projekte gerade im Raum. Eben Saskia schrieb eben, sie freut sich auf Praxisvergleiche. Das ist so ein Anliegen nochmal, das wirklich auch nochmal die verschiedenen Handlungsebenen auch nochmal so ein bisschen aufzudröseln. Genau, sei es zum Beispiel das Thema Raum, da nochmal Augenmerk drauf zu legen oder eben die Entwicklungs- und Bildungsbegleitung. Zur Orientierungsqualität ist bisher jetzt nichts geplant, nee, aber. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, genau, es schwingt ja auch immer so mit, ne, in allem, was man so Ja, schreibt. natürlich. Also das hängt ja auch irgendwo zusammen, ne? Und das war, wo ich dann aber auch tatsächlich nochmal so bei dem Buch dachte, ja, Prozessqualität, Strukturqualität. Genau. Und in der Prozessqualität kommt das so ein bisschen durch mit der Orientierungsqualität und trotzdem ist es ja nochmal eigentlich auch nochmal so ein eigener Bereich, den man auch nochmal expliziter formulieren könnte, ne? Also. Genau, ja, offiziell gibt es ja immer die drei Qualitätsebenen, Prozess, Struktur und Orientierungsqualität. Genau, letztendlich ist es ja ganz viel wirklich die Haltung, die dahinter steht, oder eben Bild vom Kind, muss man ja so gar nicht sagen, aber
die Idee dahinter, ne? Wie plane ich Pädagogik? Wie sind wirklich die didaktischen Ideen dahinter? Und ich glaube, dass das Buch tatsächlich auch ganz viel dazu beitragen kann, dass man beispielsweise sich nochmal Gedanken machen kann zur Haltung im Team, zur Konzeption eben auch, dass da vieles von sich wiederfindet. Aber ja, genau, und als die Orientierungsqualität als solche haben wir dann nicht nochmal explizit gedröselt. Genau. Ja, jetzt aber. Dann Das hat, danke schön für deine Zeit. dass wir dann mit finden, auch bei Telefonaten. Man könnte dann ewig so weiterreden. Ich danke dir ganz herzlich, es war toll und schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und Ja, ja, bis zum nächsten Mal. wir hören uns auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und ja, dann vielleicht dann auch irgendwann wieder. Also, mal Ja. sehen. Danke dir, Anja. Mach's gut. Noch, bis dann. Tschüss. Tschüss.